Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und nicht LS25, nur um hier Missverständnisse gleich vorzubeugen. Wir sind immer noch hier unterwegs im LS22, aber auf einer Map, die ja kommen soll im LS25, und das ist ja nicht mehr lange hin. Nur noch wenige Tage, am 12. November gibt es endlich den neuen Landwirtschaftssimulator für uns zum Zocken, und ich bin der Badenfarmer und heiße euch recht herzlich willkommen zu dieser kleinen Videoserie. Auch das ganz wichtig, das wird jetzt kein großes Projekt, aber es soll uns halt einfach ein bisschen abholen für alle, die zwar schon die ersten zwei neuen Maps, die asiatische und die amerikanische Map, gesehen haben für den LS25, aber eigentlich noch gar nicht wissen, was die Zilonka ist, die europäische Map, die ja schon kam im Landwirtschaftssimulator 22 in der Premium Expansion, also diesem DLC, das kostenpflichtig war. Deswegen hatte es vermutlich auch nicht jeder. Und da wurden ja die neuen Feldfrüchte, Karotte, Pastinake und die rote Beete eingeführt mit entsprechenden Fahrzeugen und allem drum und dran. Aber wie gesagt, das war ein kostenpflichtiges DLC und das wird sicherlich nicht jeder gekauft haben und somit auch die Zilonka noch nicht gesehen. Ja, soll also heißen, das ist der Hintergrund, warum wir jetzt dieses kleine Videoprojekt hier machen mit diesem Hof, den ich hier hingebastelt habe. Muss man jetzt auch ganz klar sagen, das ist nicht der Originalhof. Ich habe auch entsprechend Gerätschaften und Felder gekauft. Wir wollen also hier gleich mal ins Volle gehen und ja, wie gesagt, einfach nur mal ein bisschen was hingebaut. Hab mir auch ein bisschen Geld gegeben, denn es wird ja kein Wahnsinnsprojekt. Wir wollen uns einfach die Map mal ansehen und wir wollen uns mal ansehen, wie das Ganze hier ausschaut. Und so sieht es zum Beispiel im Moment im LS22 aus. Wenn ihr auf der Zilonka startet, dann habt ihr zum Beispiel solch einen Hof. Ja, ich will es mal so formulieren, einen sehr bescheidenen Hof. Und das ist aber nicht der Stadthof. Den Stadthof, den bekommt ihr jetzt hier beim Händler zu sehen. Und hier fliegen wir über unsere Felder, die ich schon gekauft habe. Maschinen, die schon bereitstehen, auch beim Händler. Und hier wäre normalerweise euer Stadthof. Die Gebäude sind entfernt, weil ich hier als Farmmanager gestartet habe mit entsprechenden Barmitteln. Der Hof, der von den meisten ja benutzt wird, aber auch meistens angepasst wird, wie zum Beispiel vom Yogi oder vom Paddy oder anderen, die diese Map zocken, das ist dieser Hof. Und auch den habe ich hier schon mal in einer Serie gespielt, beziehungsweise in einer Videoreihe, die ich euch gerne verlinke, falls ihr euch das Ganze nochmal ansehen wollt, wie man Karotten, Pastinake oder Rote Beete entsprechend abarbeitet. Auch ich habe hier dann nur das Farmhaus stehen lassen und habe dann die entsprechenden Gebäude entfernt. Hier diese kleine Minischeune. Ja, ich glaube, die habe ich auch weggenommen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber natürlich hier, das hier soll nämlich der Hühnerstall sein mit einem kleinen Unterstand und natürlich das Silo. Und da muss man schon sagen, das sieht natürlich alles schon ein bisschen bescheiden aus, wenn man sich eben an andere Karten gewöhnt hat, wie zum Beispiel vom Yogi oder natürlich vom Kalle. Maps, die wir ja hier auf diesem Kanal auch zocken, sowohl im Video als auch im Livestream. So, hier sind diverse Produktionsstätten, Fabriken, und das dürfte natürlich gespannt oder das dürfte spannend werden, denn die Zilonka wird ja auch angepasst dann für den LS25. Ich denke auch nicht nur grafisch, sondern natürlich mit Sicherheit auch bezüglich der neuen Feldfrüchte, die wir ja bekommen, wie Spinat, grüne Bohnen und Erbsen und ähnliches. Und da gehe ich mal davon aus, wird sich hier auch ein bisschen was tun. Ansonsten, man sieht, es ist halt so eine osteuropäische Karte. Auch das eben nicht jedermanns Geschmack, ganz klar. Aber man hat ja schon einiges zu tun und hat auch jede Menge Felder. Und das ist so ein bisschen der Vorteil, den man hier hat auf der Map. Die Felder sind relativ günstig zu erstehen. Hier haben wir, glaube ich, die Suppenfabrik gehabt. Das müsste genau die Sub-Sub-Sub sein. Das war die Suppenfabrik. Hier konnte man also Kartoffeln, Erbsen bzw. Kartoffeln und die entsprechenden neuen Feldfrüchte hier zu einer Suppe verarbeiten. Das andere war die Konservenfabrik.
Amerika, was es eben hier neu gab. Ja, so sieht also mehr oder weniger die Zilonka-Map aus. Alles ein bisschen karg, muss man sagen, aber der kleine Vorteil, was man auch wieder hat, es ist relativ helferfreundlich für uns Konsolenspieler, weil man hier hinten am Ende der Felder immer relativ viel Ausfahrt hat, Wendemöglichkeiten, um hier mit den Helfern zu arbeiten. So, hier, dieses Grasfeld, das gehört uns, das habe ich gekauft, das ist auch auf der Zilonka, gibt es wenig Grasfelder, deswegen auch wenig Tierhaltung. Hier ist eher, sage ich mal, Schweinezucht interessant, Kuh ist dann doch ein bisschen schwieriger, weil weniger Grasland. Dann habe ich hier dieses Weizenfeld gekauft, damit wir an Stroh herankommen. Und das Interessante ist eben auch, wenn wir dann mal in die Map schauen, dass immer zu den Feldern doch auch relativ viel drumherum gehört. Also hier dieses große Grundstück gehört auch noch dazu. Da kann man im Prinzip auch Gras mähen, genauso wie die 53, auf dem ich ja unser Starthof jetzt mal hingebastelt habe. Und auch die 51 habe ich mal, die gehört hier zu diesem Feld dazu. Und da kann man dann im Prinzip auch Gras mähen. Ansonsten habe ich hier oben die 49 noch dazu gekauft. Hier haben wir Sonnenblumen drauf. Und damit ihr mal seht, was sowas kostet, 68.000, und das ist ein Feld mit fast, ja, 3,6 Hektar, also die Felder sind alle relativ günstig zu erstehen, das ist eigentlich weniger das Problem, und auch die Ertragswerte sind meistens vernünftig, so will ich es mal sagen. Hier haben wir ein Rapsfeld, da gehen wir jetzt gleich in die Ernte, da fangen wir an, dann werden wir hier unten das Grasfeld anfangen zu ernten, beziehungsweise zu mähen, um Heu zu bekommen, wir müssen Heu wenden, und dann haben wir hier natürlich das Weizenfeld für das Stroh, das wir brauchen für unseren kleinen, ja, ich sage mal, Hof. So, da gehen wir mal hier hin. Ja, und hier haben wir unseren Kuhstall, und ich habe so ein bisschen versucht zumindest, die Gebäude hier zu verwenden, die hierher passen, aber das Ganze ist halt schon mehr so, ja, LPG oder so, ich weiß es nicht. Also, jedenfalls relativ einfach gestrickt, aber wir haben unser Multifrucht-Silo, wir haben unser Fermenter-Silo, wir haben unsere Einkaufsstation, wir haben ein Ballensilo, ja, hier, das hat nicht so richtig geklappt, aber sei es drum, für unsere Durchfahrsilos, und wir haben eine BGA, damit wir auch hier noch ordentlich hoffentlich ein bisschen Geld nebenher machen können. Wie gesagt, alle so ein bisschen dahin gebastelt, damit wir auf jeden Fall loslegen können. Und hier der Kuhstall. Und jetzt muss ich doch mal, der Einfachheit halber, nochmal hier unsere Interaktionsmenüs und natürlich unsere Steuerungsmenü einschalten, damit ich weiß, wo kaufe ich denn jetzt hier nochmal die Tierchen? Hier haben wir es, damit wir sehen, 120 Tiere würden da reinpassen. Aber jetzt legen wir mal los, damit auch hier was geht auf unserem kleinen Videoprojekt der Zilonka. Und ich wiederhole es nochmal, relativ überschaubar. Denn am 12. kommt dann eben in wenigen Tagen der LS25, und dann denke ich, werde ich hier auf der Zilonka im LS25 auch starten. Aber das werden wir dann sehen, wie die anderen beiden Maps dann letztendlich mir gefallen. Also bis dahin übergangsweise dieses Projekt, und dann schauen wir mal, was wir dann in das neue Projekt retten. Wie zum Beispiel hier diesen John Deere, den wunderschönen 750R, so ist es, glaube ich, richtig. Und dann haben wir ein bisschen nostalgiemäßig diesen C-Tor. Dann haben wir da drüben einen aktuellen C-Tor mit dem Silo King, meinem Lieblingsking. Dann habe ich ein bisschen, ja, Maschinen auch genommen, die, denke ich, ja ganz gut herpassen von Samash. Nämlich natürlich das Schneidwerk. Da gehen wir auch gleich mal rein. Motor an, und dann fahren wir los zu unserer Wiese. Das Schneidwerk von Samash und natürlich auch den Wender und den Schwader. So, dann hier haben wir Verkehr. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Verkehr ist allerdings, ich sage mal, geduldig. Hier geht alles ein bisschen entschleunigt und geduldig. So, hier an unserem Weizenfeld, unserem Rapsfeld vorbei. Und dann an unserem Feld, wo wir Baumwolle drauf haben. Aber das werden wir natürlich platt machen, denn Baumwolle werden wir nicht machen hier auf diesem Projekt. So, hier kann man übrigens Wasser bekommen, kostengünstig. Aber wir brauchen für unsere Kühe im Moment kein Wasser. So, wir fahren mal rüber an unserem Hof hier vorbei. Schon mal in Vorbereitung an unser Grasfeld. Und dann können wir hier die Helfer schon mal arbeiten lassen.
So, und dann bekommt ihr, wie gesagt, einen kleinen Eindruck hier von der Zilonka. Aber nochmal betont an dieser Stelle, das ist die LS22-Variante. Wie das Ganze dann im 25er aussehen wird, also wie das Ganze hier dann noch ein bisschen aufgepeppt wird, modernisiert und schöner und hübscher gemacht, da dürfen wir uns überraschen lassen. Vor allen Dingen halt auch, ob es dann noch weitere Produktionen oder Zusatzsachen gibt, die es dann eben zum Beispiel auch auf den anderen Maps gibt, die wir mit dem LS25 bekommen. So, wir sind da. Das ist unsere Gras, das ist unsere Wiese. Ja, ja, ich weiß, die ist jetzt, glaube ich, gerade in der ersten Stufe, oder? Nee, noch nicht mal. Die ist im Wachstum. Ach du Schande. Ja gut, wir sind im August. Die Wiese ist im Wachstum. Ja, dann werden wir hier Plan B angehen. Dann werden wir Plan B angehen und das heißt, wir werden hier eine Wiese mähen, die sich nebendran befindet, damit wir auf jeden Fall an etwas Heu bzw. Gras kommen. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier hat es überall Gräben. Und teilweise sind die Felder schon extrem groß, muss man schon sagen. Und wie gesagt, helferfreundlich, das ist nicht verkehrt. Aber da dürfen wir ja auch gespannt sein, wenn der neue Helfer kommt, der neue KI-Helfer und mit GPS. Da werden natürlich auch solche Felder easy, easy, easy zu bewirtschaften sein. So, das Ding ist ja länger, als ich dachte. Da hätten wir doch vorher schon abbiegen sollen. Jetzt sind wir natürlich hier wieder an der Hauptstraße. So. Ja, und hier an der Stelle hat es jetzt auch gar keinen Weg. Da müssen wir also direkt über die Pampa. So. Ja, so sieht das eben aus. Das ganze Gelände hier gehört eigentlich auch hier zu diesem Feld, zu diesem Grundstück. Und natürlich hätte man jetzt auch hier theoretisch einen Hof hinbauen können. Aber natürlich am Berg ist das immer so eine Sache. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Müsste theoretisch gehen, wenn wir hier ausklappen. So, und dann machen wir aber erstmal Breitablage. Das haben wir auch schon. Wunderbar. Dann schmeißen wir mal vorne den Motor an. Lassen ab. Und mäht er was? Ja, er scheint was zu mähen. So, ich habe also extra den Kollegen hier genommen. Mit knapp 300 PS, weil das Mähwerk von Samasch, das braucht schon ordentlich PS. 220, glaube ich, das Heckmähwerk alleine. So, Nachteil ist jetzt natürlich, dass wir hier keinen Helfer haben. Ne, weil das Feld ist ja blank. Also das ist jetzt kein Feld hier, sondern einfach nur Grundstück. So, rechts, da ist meines Wissens die Kartoffelfabrik. Da kann man meines Wissens Kartoffelchips herstellen. Also wer hier in die Kartoffelproduktion geht, da gibt es dann auch entsprechende Möglichkeiten. Ja, da werden wir hier einfach mal über die Büsche drüber fahren. So. Und wenn wir hier oben abgeschlossen haben, sehr schön, dann haben wir ja auf jeden Fall hier mal erstmal eine Wiese zu mähen. Da kommt ein bisschen bei rum, nicht viel, aber auf jeden Fall etwas. Dann gehen wir mal ganz kurz den Fuhrpark durch. Einen Klaas Lexion 5500 habe ich mir gegönnt und der hat natürlich das wunderschöne Cresoni-Schneidwerk. Ihr wisst ja, das bevorzuge ich immer. Und hinten dran habe ich meinen Lieblingsschlepper, nämlich einen Deutz Warrior und der kommt auf 247 PS und der ist, glaube ich, ein bisschen schwach für das Mähwerk von
Sammersch. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, noch einen zusätzlichen Schlepper hier auf den Hof zu nehmen, was nicht schaden kann. Aber der Warrior ist halt mit 60 km/h ordentlich flott, gerade als Abfahrer. So, dann werden wir hier mal anfangen, auf jeden Fall mal hier zu füttern mit meinem Lieblings-Manitou. So. Und dann eben halt auch mit dem Silo King. So, das sind 9000 Liter, 22.000 passen rein. Das heißt, wir werfen jetzt erstmal zwei Ballen ein Heu. Dann werfen wir zwei Ballen ein, also ich müssten zwei Ballen sein. Was haben die jeweils? 5000. Jupp. Ja, Augenblick mal. Ja, dann sind das 9, dann sind das 19 und dann kommen noch 2000 Stroh rein. So. So, dann schauen wir mal. Das müssten jetzt 18.000 sein. Ups, 19.000. Genau, dann passt noch ein bisschen Stroh rein. So, und das halten wir einfach rein und dann müsste das von selber weniger werden. Sehr schön. Bingo. Hervorragend. Und dann fahren wir mal mit dem C-Tor. Das wird sozusagen der kleine Hufschlepper, 139 oder 136 PS. Aber ihr seht es schon, natürlich mit Schaltung. Und der hat 41 km/h maximal. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Schlepper für einen Hof und natürlich auch für die Graswirtschaft, wenn wir wenden und schwadern müssen. Sodele hier beim Werbeschild und da steht's auch. Farming Simulator 25 erhältlich ab dem 12. November und man darf natürlich jetzt schon vorbestellen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ja, dann solltet ihr das vielleicht noch tun. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn am 12. November dann hier hoffentlich der Briefträger klingelt und mir meine DVD für meine PlayStation 5 bringt, um dann hier endlich loszulegen im Landwirtschaftssimulator 25. Noch im Moment auch unterwegs natürlich im 22er. So, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein für das erste Video von der Zielonka. Ich freue mich schon darauf, wie es weitergeht hier. Ihr hoffentlich auch. Und ja, sage wie immer an dieser Stelle tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal.